Nach diesem epischen Intro geht es jetzt endlich los mit dem DLC. Etwas verspätet. Ich bin jetzt im neuen Aufnahmezimmer, Studio, wie auch immer man das jetzt nennen will. Wenn ich das hier so richtig sehe, die Endermen haben einen Splitter der Kugel der Dominanz gefunden. Und diesen Splitter haben sie dann ins Endportal getan und haben sich damit verwandelt und Enderaugen geschoren. Wunderschön aus, wie das überrichtet. Mein neuer Computer. Ja. Und wahrscheinlich ist es unsere Aufgabe, diese Enderperlen zurückzuholen. Schätze ich mal. Wir starten einfach mal rein ins Geschehen. Ich habe jetzt auch da hinten den Spiegel und sehe mich selber. Das sieht so komisch aus. Der zweite Monitor funktioniert nicht. Also er funktioniert schon. Aber das Kabel, um den mit Strom zu versorgen, ist jetzt am Computer. Weil das beim Computer ist noch bei meinem Onkel. Ist ein bisschen doof. So, erstmal ganz kurz gucken, ob die Aufnahme läuft. Ich sitze ein bisschen sehr weit da drüben. Ich würde mich darüber schieben, sodass ich, wenn ich ein bisschen rede, wenn man meine Hände sieht, dass man die auch sieht, meine Hände. Da stehen jetzt zwei Softboxen. Schatten sind so okay. Sage ich jetzt einfach mal nichts zu. Und Probleme mit Platz und so sind wie immer vorhanden. Man kennt sie. Das dahin, das sind die Kopfhörer, die können dahin. Ich muss zur Tastatur kommen. Ich kann meinen Xbox-Controller nur nicht verbinden, weil ich noch keinen Bluetooth-Adapter habe. Jetzt muss ich ganz kurz meinen Ton trennen. Toll, ich höre nichts. Das Tolle ist aber, der Monitor hat eine direkte Audioausgabe. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. So. Der Untertitel war Englisch, ist mir aufgefallen. Das stellen wir noch gleich um. Einstellungen. Audio? Ey, das ist, glaub nicht. Einstellungen. Bildschirm. Ihr seht 4K-Auflösung endlich. Irgendwie habe ich das anders vorgestellt. Erweiterte Grafikeinstellungen. Nee, das hatten wir gerade gar. Ah, das Spiel hier. Sprachauswahl Deutsch. Mauszeigerverhalten. Liegt fest, wie sich der Mauszeiger. Ja, der Mauszeiger ist zum Beispiel jetzt viel, viel kleiner. Was macht das? Das macht nicht den Mauszeiger größer. Okay. Der ist wieder auf 100. Tutorial-Hinweise brauche ich eigentlich nicht. Controller. Ja. Tastenbelegung ist normal. Bedienungshilfe. Untertitel. Nee, also da kann ich keine Dings umstellen. Okay, egal. Ja. Boah, das Bild sieht so blass aus bei mir, aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt es am ganzen Hintergrundgedöns. So. Ja, wieso habe ich denn jetzt das Menü offen? Das soll doch gar nicht. Ich will hier. Die Maus ist so langsam. Gestern ist es auch aufgefallen. Auf jeden Fall, ich habe das schon gesehen. Also nicht das Intro. Das Intro noch nicht. Das habe ich extra geskippt am Anfang, damit ich blind reingehe. Und ich muss sagen. Was sich die Entwickler schon wieder ausgedacht haben, fand ich so spannend. Oh, da steht's auch über uns, seht ihr das? Da. Bringe alle Endeaugen zur Festung zurück. Heute wird wahrscheinlich ein längerer Part, weil ich gerne wissen möchte, wie weit ich meinen Computer treiben kann, wie die FPS in dem Spiel laufen und alles. Also es ist jetzt ein i9er der 11. Generation drin und eine RTX 3060 mit Wasserkühlung. Es kommt noch ein Video dazu, alles gut. Es leuchtet. Das war mir das Wichtigste. Nein, es ist schon ein bisschen leise, das Spiel. Ich mach mal das Spiel noch ein Stück lauter, ich weiß es nicht. Wenn es nicht stimmt, ich kann das nachher immer noch in Adobe Prime Pro ändern. Mein wunderschönes Schnittprogramm. Das könnte ich vielleicht auch mal schließen hier, weil das brauche ich nicht. Das waren die Aufnahmelautstärken zum Spiel. So, die Tasten. Ich sitze ein bisschen sehr weit weg vom Tisch, aber hier ist direkt das Mikrofon, was ihr nicht sehen könnt. Wenn ich es hochmache, seht ihr das? Ja, ja. Man kennt's. So, auf jeden Fall, ich gucke jetzt ein bisschen nach links. Die Kamera ist mittig platt. Mittig ist auch übertrieben. Mittig wäre noch ein Stück weiter rechts. Ist zwischen zwei Monitoren auf einem Kamera. Ihr seht das alles in dem Video, das ich zeige. Auf jeden Fall, die steht jetzt ein bisschen weiter rechts. Deswegen gucke ich nach links auf den Screen. Genau, wenn wir gerade schon dabei sind, ich muss meine Widgets testen. Dankeschön, Peter. Gut, dann fangen wir an. Ah, hier, genau. Ich habe gehört und erfahren, es soll ein schweres DLC sein. Wir sind Level
Gott. Das ist ja voll schwer mit dem... Ich würde ehrlich gesagt mal runtergehen, weil ich mir Sorgen mache. Und wir starten einfach mal rein. Hier habe ich die Fernbedienung, um die Lampen an- auszumachen, umzuschalten. Ich habe eine wunderschöne Tastatur. Die andere, die ich bestellt habe, ist noch nicht da. Die kommt erst am Mittwoch, also in 2 Tagen heute. Welche finstere Macht verschwört sich in den Tiefen dieser verlassenen Festung? Je weiter du vordringst, desto mehr überkommt dich das Gefühl, dass die Leere selbst dich beobachtet. Doch nun gibt es kein Zurück mehr. Du musst diesem Pfad bis zum bitteren Ende folgen. Also erstmal, die haben die Stimme abgeändert, ja? Was mich schon mal sehr freut. Okay, das wird sowas von schwer, die Steuerung wieder hinzubekommen. Oh mein Gott. Heißen Crapper. Ja, das war eine nicht so gute Idee. Oh, ja gut. Also mit Maus zu spielen könnte sich als schwer erweisen. Das ist das Echoing Void DLC, die Leere, oder irgendwie so heißt das. In der Hoffnung, also ich wurde noch von gar nichts gespoilert, außer von den Bildern, die halt in Minecraft Dungeons den rumirren. Ich finde, das ist ein bisschen sehr laut. Ich weiß aber nicht, was in der Aufnahme ist. So, wieso kann ich 3 nicht benutzen? Habe ich das schon benutzt? Ja. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Wieso sammle ich keine Seelen? Also ganz kurz. Die Musik nervt ja schon irgendwie. Dieses Kratzen, Knarzen. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss, gell? Das ist auch schön. Jetzt hier. Jetzt mal ganz im Ernst. Was dachten sich die Entwickler bei der Musik? Ich hoffe, es ist nicht zu laut in der Aufnahme. Das wäre nämlich nicht so toll. Also neue Gegner hatten wir bis jetzt noch nicht, gell? Auf jeden Fall, also das ist das Echoing Void DLC. Gibt's wieder für ganz normal für 6 Euro zu kaufen. Mal gucken, ob es empfehlenswert ist. Ja, mach doch die Tür auf. Und da ist ein Knopf. Da drüben auf. Boah, was ist hier was? Oh, hier sind ganz viele Gegner. Ich guck mal 1. Dann habe ich einen Hund. Nee, bei Dings habe ich einen Lama. Auf dem Controller ist alles so einfacher, Leute. Da vorne ist dieses Endportal, mit dem ich nichts anfangen kann. Creeper! Soll es nicht explodieren? Soll es da runterlaufen und hier rüberhüpfen? Genau. Okay, also erstmal, der Monitor ist viel zu groß, die Maus viel zu klein, die sieht man fast gar nicht. Und die 4K-Qualität macht es gut, dazu die ca. 60 FPS. Klasse. Ich hoffe, ich habe auch alles von der Aufnahme richtig eingestellt. Ich weiß es nicht. Also das heißt, wenn ich jetzt nach rechts gucke, gucke ich auf dem Bild nach links, oder? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt einfach mal zum Endportal. Das sind Endermites, das sind neue Gegner. Also nicht neu, die gibt es ja schon im normalen Minecraft. Gehe ins Lager zurück und suche auf der Oberwelt nach Enderaugen. Ja, du, wo sind die? Nee, also das ist super. Okay, ich finde es spannend, dass man nochmal dazu gezwungen wird, sich das alles anzuschauen. Der Oberwelt. Ah, es wird uns auf jeden Fall mal angezeigt. Nassen Sumpf. Also fast in dem, im letzten Level auch. Nee, im letzten Level nicht. Okay. Das heißt, wir spielen jetzt die regulären Level. Und das ist das eine Level. Ich habe aber... Es hieß... Es war... sind... Bringen alle... Wie... Leute! Okay. Das heißt, wir gehen jetzt in den Creeperwald. Und laufen einfach durch. Das heißt, wir spielen jetzt die alten Level nochmal, Leute. Das heißt, es wird auf jeden Fall circa 8-9 Folgen zu dem DLC geben. Das heißt, es ist das längste DLC, was wir jemals gespielt haben. In der Hoffnung, es wird gut. Jetzt haben wir erstmal die ersten Level, die sind so oder so gut. Falls ihr die ersten Level noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall die Playlist an. Chronologisch alles. Da ist alles drin, wie wir von Anfang bis Ende des Spiels
wo ich mein Spiel zwischendurch zerstört habe, das mir neu kaufen musste und alles. Ja. So gut war das zwar nicht, aber ihr wisst, was ich mir auf. Jetzt haben wir wieder gute Musik. Jetzt möchte ich die Musik auch hören. Manchmal haben wir 61 FPS, woran das liegt, weiß ich nicht. Ich hab's auf unbegrenzt, ja. Also ich hoffe sowieso nicht auf 120 FPS, weil 4K 120 FPS schafft die Grafikkarte damit. Das ist mir klar. Von Anfang an war mir das auch klar. Gut, nicht ganz von Anfang an, aber mir ist es dann irgendwann aufgefallen. 2 Tage nachdem ich alles bestellt habe oder so. Grafikkarte schafft 4K 60 FPS, Full HD 120 FPS, 720p 240 FPS. So stand das zumindest auf Nvidias offizieller Seite. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ihnen an die Macht, Leute. Meine Maus fühlt sich auch ganz gut an, obwohl ich das Mausrad ein bisschen zu hoch platziert finde. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und es ist sehr einfach, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es sind auch gute Grip. Es sind aber auch extrem viele Gegner hier. Ja, mein Mausrad ist viel zu hoch platziert. Also, damit ich euch ganz kurz zeigen kann, falls ihr es überhaupt seht. Hier, das ist ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt. Ihr seht das Ganze in dem Video. Ihr müsst noch eine Weile warten, bis das kommt. Eine Weile ist auch übertrieben. Am Mittwoch geht es wahrscheinlich schon den ersten Stream. Also heute ist Sonntag. So, heute ist Sonntag, ja? Heute ist Sonntag. Heute ist die erste Aufnahme beim neuen Computer. Einfach, es ist wie so eine Art Testaufnahme. Und kann ich das ins DLC einbringen? Ich muss das suchen, gell? Dieses Ender-Ding, weil ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das Problem ist, ich sehe jetzt mein Aufnahmeprogramm nicht und weiß nicht, wie viel Zeit schon verstrichen ist. Hochladen geht super schnell. Ich habe hier eine 700 Mbit-Leitung bis zu 1000. Und das funktioniert auch. Wie ihr wisst, zu Hause hatte ich 3 Mbits und 1,5 Mbit Upload. Hier habe ich 51 Mbits Upload, also Maximum. Das ist das, was ich gestern mir rausholen konnte. Bin ich sehr zufrieden mit. Also Stream wird also ab sofort mit niedriger Latenz funktionieren. Und eben am Mittwoch wird der erste Stream kommen. Ich stream auf jeden Fall Paper Mario The Origami King, das ich jetzt auch geschafft habe, zum ersten Mal durchzuspielen. Nach einem Jahr oder so. Das kam ja vor einem Jahr raus. Ich bin letzte Woche oder so fertig mit dem Spiel geworden. Und ich muss sagen, es ist klasse. Nicht zu vergleichen mit den alten Paper Marios, also Paper Mario 2 zum Beispiel, was ich nicht so toll fand oder finde. Ich habe es auf dem Emulator gespielt. Ich fand es nicht ganz so. Also es gibt bessere Spiele als Paper Mario. Ich sollte vielleicht noch meine Finger hochmachen, weil meine Arme tun weh. So. Also ich hätte jetzt gerne mal meine Enderperle oder. Nee, es sind keine Enderperlen. Enderauge. 10 Jahre. Was wird meine Hand los? Hallo? Okay, die ist gerade eingeschlafen. Seltsam. Da hat man mal 3 Wochen kein Minecraft gespielt und hat schon wieder keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich habe auch seit der letzten Aufnahme nicht mehr Minecraft Dungeons gespielt. Aus dem simplen Grund, ich habe meine Speicherdaten mitgenommen auf die Festplatte. Die Festplatte. Ich wusste nicht mehr, wo ich die Speicherdaten einfügen, weil hier habe ich es jetzt ganz normal auf meiner normalen Speichereinheit. Aber zu Hause habe ich das total verbommen abgespeichert und da weiß ich nicht, wie er in die Safe kommt. Das hat ewig gedauert. Und jetzt habe ich gesagt, ja, ist egal. Du wartest jetzt, bis du am neuen PC bist und dann spielst du da weiter. Das hat jetzt halt eine Weile gedauert. Aber wenn ich meinen Computer jetzt so sehe, auch in der Performance, das Ganze läuft lecker schmecker. Die Musik hat sich geändert. Hat der das mitbekommen? Oh, oh, oh! Das TNT macht dem ja gar nichts.
Ich geh da mal weg, ja. Tschüss. Holen wir uns unser allseits beliebtes Lama wieder. Ja, auf der anderen Seite waren wir noch nicht. Okay, dann gucken wir da noch in der Hoffnung, wir finden dieses Ender-Viech. Also die sahen ja schon irgendwie cool aus. Ich muss dran denken, das nachher in der Nachbearbeitung richtig gut zu schneiden. Hab ich eigentlich dran gedacht, mein Mikrofon anzumachen. Das macht mir gerade Sorgen. Entschuldigung. Ja, hab ich. Gut. Ich seh auch gar nicht so schlecht aus unten in der Ecke. Bin ein bisschen überbelichtet, aber das legt sich mit der Zeit, wenn ich die passenden Einstellungen mache. Ich bin sowieso... Ich krieg mein Augenschmerzen, das Ganze nicht. Vor mir, um die Kamera herum, ist eine Lampe. Links ist eine Lampe, rechts ist eine Lampe. Der Computer leuchtet, der Monitor strahlt mir ins Gesicht. Bisschen viel Beleuchtung, aber ich bin zufrieden. Ich habe ja gesagt, dass ich aufrüste an Beleuchtung. Und zu 100% würde ich es wieder tun. Wenn ich mich doch mal entscheiden müsste, ich würde es wieder tun. Los, Lama! Achso, das ist da hinten. Ich weiß nicht, ob wir Level grinden müssen oder so. Wobei, das mache ich wahrscheinlich wieder off-cam. Wir müssen jetzt das ganze Level erkunden. Zum ersten Mal erkunde ich, wobei nicht zum ersten Mal, in meinem ersten Run, wo meine Aufnahmequalität... Ich war in der Höhle. Das hat sich angehört, als wäre ich in der Höhle. Das allererste Minecraft Dungeons Video. Ganz seltsam. Das hat sich echt komisch angehört. Da habe ich alles erkundet im ersten Let's Play. Das ist das Let's Play von 2020. Oder ihr geht einfach in die chronologische Playlist, wo alles verlinkt ist. So, hier sind die Creeper, soviel ich weiß. Und zwar Milliarden. Oh ja, oh ja. Oh ja! Hui! Nee. Creeper sind hier unbedingt. Oh ja, eine gute Waffe. Apropos gute Waffe. Ich habe gesehen, wir haben eine richtig schöne 108er. Der Schmerzzyklus? Ein Angriff entzieht dir Leben, um so einen Stapel Schmerzzyklus zu nehmen. Bei 5 Stapeln wird dein Schmerz in deinen nächsten Angriff kanalisiert. Ja, aber ich nehme immer Strahlenkranz. Ich würde jetzt erstmal beim Schwert bleiben und später danach gucken. Ich mache das wahrscheinlich off-cam mit dem ganzen Upgraden und so. Weil das lohnt sich nicht extra, das im Video zu zeigen, aber ich heile mich einfach mal. So lange brauche ich jetzt auch nicht. Das ist relativ schnell wieder, aufgefüllt, glaub ich. Ja. Also bis jetzt läuft es ganz gut. Wie lange läuft denn die Aufnahme? Ich muss die ganze Zeit gucken. Normalerweise würde ich das jetzt auf dem zweiten Monitor haben. Müsste einfach nur hier rüber gucken, wo eigentlich die Verpackung von meinem Handy steht. Genau. 20 Minuten. Und eine Stunde geht doch. Ich kann ja jetzt schneller hochladen. Und so. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich jetzt gutes Internet habe. Das heißt, aber es kann sein, dass heute 3 Videos kommen. Ich weiß es noch nicht. Das ist sowieso... Ich habe... In den nächsten Tag kommt jeden Tag ein, Dings-Video. Ein Mario Rabbids Kingdom Battle Video, weil ich so viele Videos davon habe. Ich habe jetzt 36 Videos, aber erst 10 oder so hochgeladen. Und jetzt kommt jeden Tag ein Minecraft-Video raus. Ein Mario Rabbids Kingdom Battle Video und zusätzlich noch alle 2 Tage das Standard-Video. Wieso bist du so stark? Geh weg! Wieso macht er keinen Schaden? 2! Los, Hund, Attacke! Jetzt will ich hier aber auch einen ordentlichen Preis. Geschwindigkeit. Oh. Was geht denn da vorne für eine Party ab? Das sind ja eine Milliarde Leute. Hallo. Guten Tag. Corona, bitte Abstand. Danke. Oh. Hui. Ich sollte mir vielleicht eine Heilung mal mitnehmen. Wo ist eigentlich mein Tod und der Heilung? Nee, geh mal weg. Du auch. Alle blauen Geister müssen hier weg, weil die machen nur Feuer. Und Feuer, das ist jetzt gerade nicht so gut. Okay, ich habe einen Stärketrunk drin. Ich habe... Es geht da oben lang. Gut, ich gehe links. Was ist das? Okay, Heilung ist drin. Sehr schön. Okay.
wie sich der blaue Gang durch die Wände gehen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich finde nichts. Aber hier geht's ziemlich weit. Wo geht's denn hier lang? Wieso war ich hier noch nie? Leute, wir entdecken unerforschte Weiten des Minecraft Dungeons. Und irgendwie... Oh, ja, nehme ich mit. Ich sollte mal meine Mausgeschwindigkeit erhöhen und mich daran gewöhnen. Ich bin ein Mensch. Meine Maus muss so sein, dass ich sie noch sehen kann. Ja, aber so ist es schon viel angenehmer, weil der Monitor ist 10-mal größer, das Bild ist größer. Ja, ist doch gut. Nee, geh weg. Oh, nee. Du hast hier gar nichts. Nee. Da ist noch einer. Ich will doch keine Raubzüge. Die machen das Spiel schwerer, aber man kriegt dafür am Schluss eine richtig, richtig gute Belohnung. Ich überlege mir gerade, ob ich das andere vielleicht mit reinnehmen soll. Aua. Schön, dass ich gleich tot bin. Nee, doch weg. Hallo, Heilung. Ich bin so tot. Okay. Das war gerade eine schlechte Idee, den Banner aufzuheben. Mit F5 kann ich das anzeigen? Ah, okay. Bedrohung um 2-mal erhöht. Nee. Nachher ist da hinten gar nicht. Hallo? Nee. Nur das TNT. Schmeiß es da hin. Hier ist nichts, oder? Außer eine schöne Kiste. Mit Geld. Das war's. Aua. Hat sich ja echt gelohnt, da hinten zu sterben. 2-mal an derselben Stelle. Okay. Und jetzt kommt der Zombie und denkt, er wäre krass. Gut, da vorne liegt irgendwas. Also hier leuchtet es, hier wo meine Maus gerade ist. Da sollten wir mal hingehen. Also auf der Karte. Was ist denn das? Was habe ich denn da verpasst? Eine Waffe? Was zu essen? Ein Bogen! Ein 110er Bogen! Ja, nehme ich mit. Kein Problem. Nee. Ja, komm. Also. Diese Magier sind ja schon irgendwie. Wo ist denn mein Strahl da rum? Ich wurde. Mir tut das zum Wecker weh. Ich kann es auch einfach gedrückt halten, ist mir aufgefallen, gell? Okay. Okay, ich hab einen Stärketrank. Aber noch nichts von wegen Endermonster in Sicht. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich nenne es jetzt einfach mal Endermonster. Ja. Was ist denn da vorne bitte los? Zack. Ja, schön. Mogis sind aus der. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Dann schneide ich aber und spiele das Ganze nochmal in Easy durch. Und dann schneide ich euch hin, wo ich den. Ab der Stelle, wo ich gestorben bin. Wenn ich dran denke. Ich glaube, das Video bearbeite ich heute mal ein bisschen aufwendiger. Ich hasse euch, wisst ihr das? Ja, vor allen Dingen... Komm, nee, geh weg, echt. Ja, verzauber den halt. Ist mir egal. Ich laufe einfach gerade vorbei, Leute. Ja, Heilung. Ding, 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 so.
Wir können ja bis zu viermal rollen, ja? Also das ist ja unfair hier. Ja, in Brand. Ich kann nichts machen, ich sterb gleich. Das ist unfair. Ich habe keine Chance. Ja, wie lange geht die Aufnahme? 30 Minuten, 27 Minuten schon. Sehr schön. Wie viel Geld? Muss ich nur nachrechnen. 18.000. Ich würde mich gerne bitte beschweren. Na gut, wir brauchen ja nur die Enderperlen. Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder, wo ich gestorben bin. Gut, Leute. Ich glaube, hier sind wir vorher gestorben. Ja, als wir durch wollten, waren hier ganz viele Gegner. Ich habe es jetzt ganz auf einfach gestellt. Einfach zu durchlaufen. Ja, genau, hier war das. Und jetzt suchen wir weiter nach diesem Ender-Ding. Also ihr seht, ich habe es auch sehr einfach gestellt. 0,2-fache Schwierigkeit. Einfach, damit wir schnell hier durchkommen. Ich weiß, es nimmt jetzt wahrscheinlich die Challenge raus, diesen Dings zu besiegen. Aber hier jetzt die ganze Zeit im vollschweren Modus zu sterben, weil irgendwelche Zusatzgegner uns töten, finde ich auch nicht so toll. Creeper können wir uns aber ein bisschen mehr. Also hier war jetzt nichts, hoffe ich. Wo wäre denn, wo ist denn das? Wo findet man das? Jetzt erstmal hier ins Haus rein. War das da vorne gerade? Ich hab sowas zirpen hören, das, weil. Komm schnell raus da. Oh ja, das riecht gut. Ja, das gibt's ja die Challenge raus. Und? Nee. Irgendwie nicht. Ich hoffe, wir finden das noch. Ich hätte jetzt schon oft, weil ich habe was Schwarzes eben gesehen. Da dachte ich mir, oh cool, Enderman, aber nee, war dann doch nicht. Nee, wir brauchen eigentlich nichts, wir müssen nur durch, denn hier vorne gibt es ja noch das Schwein, das nicht da ist. Hallo? Ihr wisst schon, die Schweinekiste. Die Freilieb dort. Ja, mein Ziel ist es eigentlich, den Dings zu finden. Den Enderman. Ich gehe jetzt mal noch hinten zum Relikt-Dings hin. Hier hinten gibt es genau Runen zu sammeln. Ich habe die schon, aber man weiß ja niemand kann. Habe ich die noch nicht? Doch, habe ich schon. Hier gibt es Runen und damit schaltet man irgendwann ein verstecktes Level frei. Ich habe aber noch nicht alle Runen. Ich suche immer noch. Also jetzt suche ich wieder. Ich könnte jetzt eine längere Zeit nicht spielen. Kann ich einfach drauf schießen, damit die frei sind? Nee, das fliegt einfach nicht. Hätte ja sein können. Dann hätte ich mal ein bisschen Weg ersparen können. Ich hoffe, ihr seht die Maus. Ich manchmal nicht. Ja, die ist schon sehr klar. Machen wir langsam so. Das sieht neu aus. Das gab's noch nicht. Wobei ich hab's auch schon länger nicht mehr gespielt. Es gab Updates und kann sein, dass es das schon gab. Genau, jetzt kommt dieser Riesenplatz. Der steht jetzt hier mitten drin und wartet darauf, dass ich es anfange. Wie sollte das? Okay. Komm ich hier raus? Ist auch nichts. Wenn ich das nicht finden sollte, gucke ich wie immer im Internet. Damit ich es euch dann in der Folge nach. Wobei hier geht es noch ziemlich weit nach rechts hinten. Ah, hier gibt es noch einen Raubzuganführer. Ja, komm, du bist jetzt easy. Ja. Lauf mal hier lang.
Ich glaube, die Folge wird doch länger als erwartet. Hallo Enderman, wo bist du? Oder Enderman, Enderman. Zum Ende nicht Enderman. Das ist jetzt mein Gegner hier. Ich hab's aufgehoben. Aufgehoben. Okay, da hinten ist es nicht, glaube ich, oder? Sieht jedenfalls nicht danach aus. Okay, wir können gehen. Achtung, mit Lama. Wo ist mein Hund? Egal, jetzt habe ich ihn wieder. Perfekt. Ich mache mir langsam Sorgen, dass ich das nicht finde. Dahin. Das hat man 10 Meter gehört. Also, ich weiß nicht, ob ihr auch Stereo habt, wenn bei meinen Aufnahmen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe aber schon. Weil dann habt ihr auch gerade rechts gehört, dass rechts hinter uns Enderman-Geräusche kamen. Was macht eigentlich der untere Knopf? Gar nichts. Ich habe noch einen Knopf an meiner Maus unten. Der ändert die Farbe ganz auf blau, wenn, solange ich ihn gedrückt halte. Ich weiß aber nicht, was der macht. Auch toll. Nix. Guckt aus dem Krieg. Guck im Internet, Leute. Und das hat trotzdem die erste DLC. Diese Dorfbewohner wurden dank deiner Hilfe aus dem Clown der Illager befreit. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Fände ich aber eigentlich schön, wenn man die bekommen würde. Nee. Schmied? Oh ja. Schön. Das packe ich stattdessen noch. Was ist denn bei mir sehr unterbewertet? Was ist denn an meiner Rüstung gerade noch schlimm? Die Bienen. Natürlich. Ja, ich nehme die Bienen raus und er ist er. Oh Gott, was habe ich denn jetzt wieder? Ich ersetze die Bienen durch ein Totem der Heilung und. Ah, dann. Und pack die Bienen so lange da rein. Jetzt erstmal ausmisten. So. Braucht kein Mensch. 17, Level 17, toll. 75 auch nicht. Der Todeskappenpilz habe ich noch nie benutzt. Der Bogen mit 110 sieht lecker schmeckt aus. Die Rüstung ist schlechter. Die Rüstung ist auch schlechter daher. Die hier auch. Auch. Ach. Das ist 108. Kurz schließen und öffnen. Den Bogen. Was hast du für Stats? Ja, du hast 3 Stats. Ja, du bist verkauft. Tschüss. So. Wenn du ein Ziel angreifst, wird ein Schadensmultiplikator angewendet, der bis zu einem Maximalwert ansteigt und dann entfernt wird. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Zieh Kreaturen zum Auftreffpunkt. Wenn du gerollt bist, lässt dein nächster Angriff das Ziel kurz schweben. Ah ja. Raubt einigen Kreaturen Tempo. Gewährt die Wahrscheinlichkeit kritische Dreifachschaden verursachen. So, ich nehme das. Schaden. Okay. Ich hab's nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich beende die Aufnahme. Richtig unnötig, sich das anzuschauen. Ich nenne die Folge somit auch unnötig. Wobei, hier seht ihr die Story zum DLC. Deswegen würde ich die Folge auf jeden Fall anschauen. Gut, das war's mit den 40 Minuten. Oh Gott. Das war's mit den 4. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.